Hi Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Wir haben im letzten Part, Vale ein bisschen verschreckt. Und, hat sie eigentlich nicht verdient, weil sie weiß das eigentlich gar nicht, dass sie so böse ist. Thank you. Danke, dass ihr mein Leben gerettet habt, glücklich. Aber was war denn mit diesem eigenartigen Mädchen gerade? Ja, das fragen wir uns auch. Sie kann halt nichts dafür. Etwas Seltsames geht, mit ihr vor. Wir bleiben erstmal hier, bis sich eure Nerven wieder beruhigt haben. Okay. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken, was alles passiert ist. Ich habe noch einen weiteren Weg vor mir. Ich mache mir um die Gemütsverfassung meines Bruders Sorgen. Er kann seine Gefühle nicht weiter so unterdrücken wie im Moment. Ah. Ja, okay. Und das Mädchen ist also die Tochter des Dämonendrachen. Göttliche, ihr alle. Bitte, seid besonders vorsichtig. So. Na, ach komm, mit. So. Katze snacken. Kann ich das überspringen eigentlich? Ja. So, mit euch brauche ich nicht reden. Da hinten sind noch welche, mit denen ich reden kann. Hier ist so ein Tierchen. Na. So. Da passiert eh nicht so viel. So, ihr beide. Es tut mir leid, Vater. Ich war mir sicher, wir könnten einen Weg finden. Ich frage mich, warum sie hier ist. Aber wenn sie nicht hier ist, um mich zu holen, sollte das wohl egal sein. Okay. Noch eine Katze. Okay. So. Und da hinten das letzte noch. Dann haben wir's. Na, wirst du das mitnehmen? Danke. So, dann gehen wir wieder weiter. Diesmal nach Somniel, weil wir die Hauptmission weitergemacht haben. Ich möchte dann doch lieber hier noch ein bisschen was sammeln gehen. Oh, Cutscene. Jetzt wird sie wieder böse, oder? Rings? Why would I do that? I don't understand. Lady Vale, I finally caught up with you. Oh, Chris, it's you. You're a hard girl to find. Why'd you disappear? Had me all freaked out. Sie kennt ihn in der Form. Papa told you to drag me back home, right? Told me to. Sie weiß es. Und er ist verdutzt darüber. Oh, I see what's going on here. You're the other one. I'm not going back. No matter what you say. Papa will just make me do something cruel. Also sie weiß zumindest, dass sie die Tochter ist von dem Mondrachen. He awoke. I thought we could finally spend time together. But no. Always telling me to kill the Divine Dragon or attack so-and-so's castle. Well, I don't want to. I'm not an evil person. Despite what all those people said, even the Divine Dragon was angry with me. And I thought we were friends. The Divine Dragon said you were friends? Wait, you met the Divine Dragon? Mm-hmm. Oh, that's complicated. Look, whatever those people told you, it's not true. They were imagining things. You think so? Of course. How could you have done something bad and then forgotten it? Right. Right. I couldn't have. If only I'd said that before, maybe there wouldn't be this awful misunderstanding. You want to try and speak with him again? Set things straight? I do. But weren't you going to bring me back? If this is what you want, I'll help out. Nothing if not loyal, that's me. All right. Thank you, Chris. It seems I misjudged you. Nein. It's settled then. Let's head to Firinae. Firinae? Why there? Because that's where the Divine Dragon is going. How do you know that? Come on, we're on a schedule here. Gotta head for the port and set sail.
Do you want to patch things up or don't you? I do. I do, you're right. No time to waste. Das lässt sich aber leicht beeinflussen. This ought to be real interesting. Sie ist ziemlich naiv. Ah. Die braucht sich den doch nur angucken, wie scheiße er aussieht. Man weiß ja auch, dass er böse ist. Firmens initiiert die Einheit einen Kampf. Mit einem Geschwindigkeitsvorteil von mindestens 9 erfolgt ihr Folgeangriff, sofern möglich, bevor der Gegner kontern kann. So, Staffeltickets. Was auch immer ein Staffelticket ist. Egal. Wir können erstmal wieder sammeln. Lass mich dahin. So, was verkaufst du? Irgendwas Cooles mal? Stahlbaren und irgendwelchen anderen Scheiß. Nein. Kein Gold zu verschenken, leider. So, gehen wir erstmal nach unten. Dann haben wir noch den Aussichtsplatz. Na toll. Na. So, füttern. Diesmal kriegst du Lamm. Lammmarker zumindest. Ups. Können wir ihm alles verfüttern? Ich meine, die Cutscene dauert ewig, aber würden wir jedes Mal 100 von diesen Dingern kriegen? Ich weiß immer noch nicht, was uns diese maximale Verbundenheit mit dem Viech bringt. Aber naja, gut. Du hast nichts zu sagen. Gehen wir da nochmal hoch. Das ist auch so ein sinnloser Weg hier. Immer hier lang, nur für eine Sache einsammeln. So. Wegsnacken. Wow, hier ist noch mehr. Moment, hier war noch was. Obstgarten. Stimmt, das hatten wir auch noch nicht. Hm, ja. Oh, Level Up sogar. Schön. Okay, so. Hä? Wo liegt das Teil? Bin ich blind? Ja, wahrscheinlich. Oh, hier. Hier lag noch nie was. Na gut. So, dann auf der anderen Seite mal wieder sammeln. Oh, das ist so nervig, einmal immer durchs ganze Ding hier zu laufen, nur für irgendeinen Blödsinn sammeln. Aber naja, gut. Gehört halt zum Spiel. Leider. Ich bin kein Fan davon, diese sinnlose Rumrennen hier. So. So. So, wir können hier nochmal fliegen, aber habe ich gerade keine Lust zu. Vielleicht ein andermal. Ups, Tiere. Ich wollte mich dich jetzt eigentlich nicht einsehen. Eigentlich ist Sachen sammeln hier. Ja, so viel dazu. So. So, noch wer? Ja. Steilbacken. So, mit dir können wir noch. Oh, wieder was freigeschaltet. Ach, können wir uns unsere Zukunft zeigen lassen? Da bin ich ja gespannt. Der Wahrsager hat jetzt geöffnet. Der Wahrsager Sidal betreibt sein Gewerbe mit Hilfe von Karn.
Er erstellt seine Dienste. Ah ne, er stellt seine Dienste nur abends zur Verfügung. Besuche ihn nach Sonnenuntergang. Greetings. Ich bin geehrt, hier sein zu dürfen. Diese Erfahrung wird sowohl meinen Tanz als auch meine Wahrsagerei zugutekommen. Und dann zeig mal. Whose fortune shall I tell? Wie wär's mit Anna? May the stars guide the way. Oh. Oh no. La Querelle, die Karte der Unruhen, warnt vor einem bevorstehenden Konflikt. Bleibt besser in der Nähe der Person, an der ihr gerade denkt. Oh. Sieht Anna noch was? Fortune shall I tell? May the stars guide the way. Hmm. Yes. Good. Ist eure Karte. Ja, ihr versteht euch mit jedem gut. Jemand, an den ihr oft denkt, wird im Takt klatschen, wenn ihr ein Lied singt. Okay. Hat etwas in den Himmel gerufen. Kam Angst, als jemand geantwortet hat. Okay, denkt an. Okay. Whose fortune shall may the stars guide the way? Aha. I see. Eine Application. Ein Omen für große Lernfortschritte. Aha. Vielleicht könnt ihr die Person, an die ihr gerade so oft denkt, zum Training einladen. Whose fortune shall I tell? Was soll ich jetzt nochmal machen? Stars guide the way. Es bleibt alleine. Oh no. Whose fortune shall I tell? Und über dich selbst? Stars guide the way. Immer die gleiche Karte geführt. Yes. Good. Steht für harmonische Beziehungen. Heißt das, ein gewisser jemand wird mir den Süßigkeiten Diebstahl neulich verzeihen? Whose fortune shall I tell? Naja, gut. Ja. Moment. Nee. Haben wir. Einmal nach oben. Können nochmal in den Trainingsbereich gehen. Kann ja nicht schaden. Fail tut mir irgendwie leid. Ich kann gar nichts dafür. So, Standard. Emblem. Wir haben 2000 Fragmente. Dann Level 1, Level 12. Training bekommen. Na komm, machen wir mal. Bis Level 5. Ich weiß, man könnte sich wahrscheinlich jetzt vorher erstmal alles angucken, was man an Fähigkeiten haben könnte oder kriegen könnte und dann das ein bisschen leveln, aber ein bisschen schwacher. Wow! Okay, zerbash die einfach instant. Die Ärmste. I spent most of my youth cooped up in a castle. Everything felt fresh when I got to leave. I can relate to that. It sounds like our circumstances aren't so different. So, schön. Artefakt KP plus 7. Momente. Ah, das ist halt geil, ne? Wenn ich das hier jedem beibringe. Wenn sich alle gegenseitig immer wieder heilen. Artefakte, Schwertfokus. So, Emblem. Was ist, wenn ich Marin das auch beibringe? I am Marin. I seek a worthy opponent. I am Corin. I'm looking forward to this. This is not good! This loss pains me. A superb sparring match. Thank you. So, jetzt muss ich das eigentlich nur allen vererben, ne? I will protect you. I know you're strong, but still, I feel it's my duty as a knight. Thank you kindly, but I can't be injured. What's important to me is that you protect yourself. So, haben wir auch das gemacht. KP plus 7, Momente, Schwertfokus. So. Wem möchte ich das noch geben? Anna vielleicht.
Ja, mach mal. Das mit der KP-Heilung ist mega cool. I am Corin. I won't lose. Can't take it. This is not good. This loss pains me. Wanna win next time? Have I got just the thing for you? Have you ever been to Nor or Hoshido? You're the spitting image of someone I know. No, those names aren't ringing a bell. Might have been one of my sisters? We all look alike. Definitiv. Nur, dass die anderen irgendwie älter aussahen, glaube ich. So. KP. Momente. Momente ist halt geil, ne? Aktion oder Warten der Einheit. Bei benachbarten Verbündeten. Ja, ist halt mega gut. Und der Unterstützungslevel erhöht sich ein wenig. Ist halt mega geil. So, dann gehen wir erstmal wieder raus. Jetzt möchte ich das nur noch mal richtig beibringen hier. Na los, hopp hopp. Es wäre eigentlich perfekt, das nochmal unserem Tank beizubringen. Jade kann das echt gebrauchen. Wenn wir sie vorne stehen haben und jemand dahinter steht oder sowas, wäre halt schon nice. So, kann ich hier jetzt irgendwie, ne, Fähigkeitenerbe, war das hier drin in der Ringkammer? Oh, ist halt nervig, dass man immer diese Ladezeiten hat. Oh, komm schon, ey. Dann auch so lang immer, wenn das hier so, keine Ahnung, 2 Sekunden wären, wäre das ja kein Problem. Aber immer wieder Somnil zu laden, verstehe ich nicht. So, Fähigkeitenerbe. Zuria kriegt das auf jeden Fall. Von Corin. KP plus 7. Auf jeden Fall Momente. Das finde ich halt mega geil. So, dann kriegt Anna das Ding nochmal. Corin, Momente. Marin kriegt das noch. Ich weiß halt nicht, wie ich diese FP richtig pushen kann. So, wen hatte ich jetzt noch? Das waren die, ne? Celine? Du kannst das gar nicht kriegen jetzt, oder? Nee. Müsste ich erst trainieren. Ich würde es am liebsten jedem geben. Ernsthaft. Dieses gegenseitige Heilen ist mega gut. Lohnt es sich das wirklich jedem reinzuballern? Eigentlich schon. So, Yunaka. Ne, du hast das auch noch nicht. Ich werde das mal machen. Weil wir haben noch ein paar FP und ich finde das einfach ein richtig gutes Teil. Vielleicht gibt es das später noch in höherer Stufe. Keine Ahnung. Kann man das irgendwo sehen? Was man noch so freischalten kann? Bestimmt, ne? Fairer Kampf, Fähigkeit von Diamant. Initiiert die Einheit den Kampf. So, So. Da nochmal rein. So, Emblem. Celine, Yunaka kann das auch nochmal kriegen. Corin. Warte mal, was würde denn die Zyria kriegen, wenn wir das weitermachen? Schwertfähigkeit, Schwertfokus, Drachenfluch. KP plus 10, Wakizashi. Ist das ein Dolch? Aber ich will das gerne unten sehen. Den kann ich jetzt gerade nicht machen. Will ich aber auch gerade nicht. So, wie gesagt, Yunaka. Das ist Level 5. Hau mal rein. Noch 2 können wir es geben. Is that mysterious
Emperor Yunaka! My name is Corrin. Ready to fight. Hit no more! Time to finish the job. Oh, huh. This loss pains me. Hey, I actually won! Gotta say, Corrin, I get a little starry-eyed hanging around with you. Oh? You seem to be keeping your composure well enough, but I'm flattered nonetheless. So, Level 5. So, wer kriegt das noch? Jade vielleicht? Ja, Jade kriegt das auf jeden Fall noch. Gerade nur so einen Tank was hinzustellen, wäre schon ganz geil. Dann könnte jemand den Tank heilen und der Tank heilt dann halt auch sie. Gegeneinander dann, das ist schon... Ich glaube, das ist mega nice. Oh, arme Taune. I've heard you write novels, Jade. Would you mind if I read them sometime? I wouldn't mind at all. In fact, I'd actually love to know what you think of them, Corrin. So, nehmen wir. So, wem würde ich das noch geben wollen? Hortensia, Cedar, Nö, Etier. Frem? Ich kann eh heilen, also würde es dann eher ihr geben. Celine, du kannst eh heilen. So, Yunaka, du hast das schon. Kaum Level 5, genau. Ivy? Möchte ich das auch noch geben? Anna hatte es. Timera vielleicht noch? Weil sie auch Nahkampf ist. Ich glaube, ich gebe ihr das. So, Corrin, Level 5. Start. Bandfragmente? Können wir noch viel mehr gebrauchen. My name is Corrin. Ready to fight. This is not good. This loss pains me. This calls for a victory song. Corrin, I just want to thank you. I feel so lucky that my country was entrusted with your ring. I feel lucky as well, Tamara. After all, it was you who came to get me. Now let's win this war. So. So, jetzt habe ich leider keine anderen Sachen mehr. Aber ich könnte mir vorstellen, ich mache mal offscreen, probiere ich mal den Hund zu füttern mit allem, was wir haben. In der Hoffnung, dass er uns dann wieder ein paar von den Kristallen ausspuckt. Das mache ich aber dann offscreen, definitiv. Weil, ja, Zeitverschwendung. Das möchte ich euch ersparen. Ich meine, ich waste ja so schon immer relativ viel Zeit. Aber naja. So, erben wir das nochmal. So. Fähigkeiten erben. Celine. Yunaka. Ups. Yunaka. Corrin, Momente. Können alle noch KP-Bonus, ne? Ja, vielleicht auch nicht so verkehrt, nur Ivy. Jade. Das. Anna hatte das schon, Timera hatte das noch nicht. Tipp, tipp, tipp. So, Hortensia, Cedar, Etier. Nee, mit hier. Dir würde ich das auch gerne noch geben wollen. Am liebsten allen. So, Bandringe herstellen. Wir haben keine Bandfragmente mehr. Bandringe verschmelzen. Ringe polieren. Bündniswaffen. Nö, brauchen wir alles nicht. So. Aber
Aber ich finde das halt mega geil, wenn ich die einfach nur zusammenstelle, alle heilen sich einfach gegenseitig. Das nach in jeder Runde. Das ist einfach mega stark, oder? Oder ich waste jetzt einfach meine ganzen Punkte für eine Fähigkeit, die gar nicht so krass ist, aber ich nehme sie halt gerne mit. So, gut. Dann stellen wir uns wieder neben Lucina. Oder gegenüber. So. Und genau, dann machen wir jetzt mal Schluss. Ich werde offscreen das probieren mit dem Hund füttern. Und hoffentlich klappt das. Dann würde ich ihm einfach alles geben, was ich habe. Und dann können wir gucken, wem wir noch die Fähigkeiten hier verteilen. Hätte was, wenn es einfach jeder hat. Gut, wir machen aber erstmal Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.